Hallo Fotofreunde, schön, dass ihr heute auch wieder dabei seid. Vielleicht habt ihr das bei euren Fotos einmal schon bemerkt. Wenn ihr mit Blitz fotografiert, kommt es manchmal vor, dass ihr einen schwarzen Balken im Bild habt. Im heutigen Video schauen wir uns an, warum das so ist, womit das zusammenhängt und wie man das vermeiden kann. Ja, falls ihr neu im Kanal seid, abonniert den Kanal und klickt auch die kleine Glocke an, damit ihr zukünftig keine Videos mehr verpasst. Also, vielleicht habt ihr das schon mal bemerkt bei euren Fotos, wenn ihr mit Aufsteckblitz irgendwo hingeht und fotografiert. Und bei gewissen Fotos, bei gewissen Einstellungen kommt es manchmal vor, dass ihr einen schwarzen Balken im Bild habt. Ist mir natürlich auch schon passiert. Ich glaube, die Erfahrung macht einfach jeder, weil man es am Anfang nicht besser weiß. Dann liest man sich ein und probiert ein bisschen herum und dann weiß man, woran es liegt und kann das vermeiden. Ihr müsst einmal wissen, wie ein Foto belichtet wird. Ihr habt ja alle einen Sensor oder einen Film. Und vor diesem Sensor ist noch ein Verschluss. Das heißt, ihr habt hier einen Vorhang, der den Sensor verschließt. Der verhindert, dass Licht auf den Sensor trifft. Ist ja klar, weil ihr wollt ja die Belichtung steuern. Und in dem Moment, wo ihr ein Foto macht, geht halt der Vorhang auf und wieder zu. Das heißt, ihr habt dann eine Belichtung. Und dadurch, dass der Vorhang mechanisch funktioniert und nur eine gewisse Geschwindigkeit erreichen kann, ist bei einer 200stel Sekunde, sagen wir jetzt mal pauschal für das ganze Video, ich bin auch ein Canon-Nutzer, ist bei einer 200stel Sekunde einfach Schluss mit der Belichtung. Ja. Schneller geht einfach nicht. Das ist so, wie wenn ihr mit dem Fahrrad im höchsten Gang fahrt, bergab mit Rückenwind und ihr schafft 80 km/h und schneller geht einfach nicht. Ja. Unter besten Bedingungen, ihr könnt nicht schneller fahren. Ja. Wir können ja auch eine kürzere Belichtungszeit einstellen, das ist ja kein Problem. Zum Beispiel eine 500stel, eine 1000stel, eine 8000stel. Und dadurch können wir natürlich kürzere Fotos belichten, ist kein Problem. Das geht aber nur, wenn wir entsprechend viel Licht haben, zum Beispiel das Sonnenlicht. Ja. Wenn wir draußen fotografieren sind und die Sonne scheint und es ist super hell, dann können wir auch extrem kurze Belichtungszeiten noch gut belichten. Das hängt natürlich auch mit der Blende zusammen, wie viel Licht dann in einem Mal quasi auf den Sensor kommt. Wir gehen jetzt davon aus, dass wir einfach mit Blitz fotografieren wollen und ab einer 200stel Sekunde einen schwarzen Balken im Bild haben. Das liegt einfach daran, dass der Blitz mit einer Blitzleistung halt quasi eine Kurve hat, eine Blitzkurve, und in dieser Kurve wird das Foto belichtet. Andererseits hängt das eben mit dem Verschluss zusammen, und wenn wir kürzere Verschlusszeiten realisieren wollen, dann geht der Vorhang nicht auf, er macht dann eine Belichtung, der Vorhang geht zu, sondern der Vorhang geht auf und gleichzeitig auch wieder zu. Das heißt, wir haben einen Schlitz, der über den Sensor fährt. Ja? Und wenn ihr dann mit dem Vorhang, mit dem Schlitz einmal den Sensor belichtet und einmal drauf blitzt mit Blitz, dann habt ihr natürlich nur den Blitz an einer Stelle. Ja? Abhängig von der Belichtungszeit, also umso kürzer die Belichtungszeit ist, desto kleiner ist der Schlitz, der über den Sensor fährt. Und abhängig davon ist halt die Belichtung des Fotos. Ja? Und der schwarze Balken mal größer, mal kleiner und so. Also das variiert. Wie ihr das umgehen könnt, ist eigentlich ganz einfach. Ihr braucht einen Blitz und natürlich in Verbindung dessen auch einen Sender, damit ihr schneller blitzen könnt, beziehungsweise damit nicht mit einem Blitz, mit einer Kurve das Bild belichtet wird, sondern wir brauchen hier einen stroboskopischen Blitz. Das heißt, einen Blitz, der ganz oft blitzt. Ja? Das heißt, während der Schlitz über den Sensor fährt, blitzt der Blitz ganz oft. Dazu gibt es den Begriff Highspeed Sync, HSS. Das bedeutet quasi, dass der Blitz diese schnellen Synchronzeiten verarbeiten kann oder realisieren kann. Das heißt, wenn ihr ein Problem mit dem schwarzen Balken im Bild habt, dann liegt das einfach daran, dass der Blitz nicht schneller als eine 200stel Sekunde belichten kann. Bei den Aufsteckblitzen ist es so, die habt hier ein kleineres Leuchtmittel, das kann schneller abkühlen und schneller wieder zünden. Das heißt, bei den Aufsteckblitzen ist es eher üblich, dass die so stroboskopisch blitzen können, also Highspeed-Sync unterstützen. Und bei den Studioblitzen war das eigentlich noch nicht so üblich, bis vor ein paar Jahren. Ich habe auch noch mit einem alten, normalen Studioblitz gearbeitet vorher, der konnte das nicht. Da gab es zwar irgendwie so einen Workaround mit quasi einer Belichtungskurve, und mit dieser konnte man auch ein Bild belichten, aber da gab es dann Helligkeitsunterschiede und das war alles nicht ordentlich. Ja? Also es war ein bisschen ein Rundherum-Arbeiten und das macht dann keinen Spaß.
Die aktuellen Studioblitze haben das teilweise schon inkludiert, also meine haben das, darum habe ich mich für die entschieden und ich habe seitdem, glaube ich, ein oder zweimal benutzt, also praktisch nie. Aber trotzdem ist es gut zu haben in speziellen Situationen und man kann halt so vermeiden, dass man den schwarzen Balken im Bild sieht. Ich traue mich wetten, ihr habt sicher auch schon Erfahrungen mit den berüchtigten schwarzen Balken gemacht. Wenn ja, schreibt mir das in die Kommentare, dann können wir ein bisschen drüber reden, ich bin schon neugierig. Ansonsten sage ich danke fürs Zuschauen, schön, dass ihr da wart, lasst mir ein Like da. Und wir sehen uns richtig im nächsten Video. Bis neulich!